Pascal Honor hatte einen Traum. Sie wollte an der australischen Südküste zusammen mit ihren Söhnen surfen gehen. Und das, obwohl sie seit 18 Jahren im Rollstuhl sitzt. Seit einem Autounfall ist die 50-Jährige querschnittsgelähmt. Aufgrund ihrer Behinderung konnte sie nur zuschauen, wenn ihre Jungs auf dem Surfbrett standen. Und das frustrierte sie. Doch der Traum vom Surfen mit den Söhnen wurde größer und größer. Jetzt hat sie diesen Wunsch verwirklicht. Mit Klebeband ist sie auf dem Rücken des Surfers Tyron Swan befestigt. Ein nun auf Vimeo veröffentlichtes Video zeigt, wie die beiden als Team so gemeinsam surfen. Tyron Swan ist ein befreundeter und vor allem talentierter Surfer. Mit der Idee, Klebeband zu nutzen, kam er auf Honors Söhne zu. Auch für ihn keine leichte Aufgabe mit 40 Kilo auf dem Rücken. Doch die Herausforderung lohnt sich. Durch das Surfen fühlt sich Honor das erste Mal wieder so, als hätte sie Beine, sagt sie. Und all das nur durch die Hilfe von Klebeband. Nun steht die nächste Herausforderung bevor. Honor möchte in noch größeren Wellen surfen und dafür an die australische Westküste reisen. Auf der Internetplattform possible.com ruft sie dazu auf, ihr Projekt zu unterstützen und ihr auch diesen Traum zu erfüllen. Im Gegenzug will sie durch ihre Geschichte andere Menschen dazu inspirieren, Träume zu verwirklichen. $9,000 braucht sie dafür. Gut $600 wurden bereits gespendet. Insbesondere von anderen Menschen, die auch querschnittsgelähmt sind und für die sie zu einem Vorbild wurde.